So, ihr könnt doch euer Gewand eigentlich essen. Naja, wir haben... Ja, wir brauchen das Essen von... Ach, hier ist der Topf, den wir noch mitnehmen können. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Gut, das hat sich recht schnell geklärt, die Frage nach dem Essen. Da. So, Rotzis, Essen fassen? Das wird euch schön müde machen. Alter. Oh nein. Ah. Oh. Sieht das lecker aus, ne? Wenn ich jetzt so ein Mann, Sumpfmonster wäre. Und sie der schwitzt. Haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Wie das Monster schwitzt. Das hat eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Und interessanterweise haben wir auch plötzlich einen Teller dazu bekommen. Naja. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Gut, jetzt aber. Wir sind raus. Bitte. Ja, sie schlafen. Da ist ein Bild. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Da ist ein Bild, das möchte ich. Spediteur? Hier gibt es ein kleines Rätsel dann. Ja, hören wir uns auch jetzt den Entwickler-Kommentar. Wobei. Schauen wir uns erstmal um. Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Können wir es mitnehmen? Oh, jetzt können wir hier nochmal viel Zeug sammeln. Mamas selbstgemachte Haarwuchsplörre. Happy Hormone Alcopaw. 8-Bit Burger Pilzplörre. Mhm. Unerreichbar. Wie das Motiv. Aber mir wird schon noch was einfallen. Ja. Plörre. Was sonst? Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Wir werden was hinschicken. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte. Ist doch leer. Oh, hat er ihn gelernt? Es sieht so aus, als sei lieber mal... Nee, ist doch... Es sieht so aus, als lieber mal... Ja, nehmen wir alle Krüge mit. Oh, was eine tolle Pilzlampe. So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. Hm. Ich kannte mal einen Gnu, das sah besser aus als du. Jasmin! Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Mhm. Ja, ich... Keine Ahnung. Wahrscheinlich heißt sein Bruder Louis oder so. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Nah dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Ja, die wollen alle Drinks. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle der freundliche Yeti? Na klar. Ich bin ein großer Fan. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme.
Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich, es sei denn... Ja, du willst mir einen Drink spendieren. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin... nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Ein einzelner Schritt. Ich kannte mal einen genug. Achso. Gut, jetzt hören wir schnell den Entwickler-Kommentaren. Und da ist sie nun, die obligate Deponia-Bar. In jedem Teil gibt es eine Bar, eine Kneipe, eine Spelunke, hier einen Pub, in dem das gute 8-Bit ausgeschenkt wird, unter anderem. Und natürlich die Deponia-übliche Plorre sonst. Und ja, und auch ein paar andere Sachen werden hier ausgeschenkt. Und zwar massenweise, ellenbogenweise Seitenhiebe an Spielehelden meiner Jugend. Und eigentlich auch noch heutigen Spielehelden. Tatsächlich muss ich ja sagen, auch auf die Gefahren, dass es wieder nach Werbung klingt. Für mich hat in der aktuellen Konsolengeneration bislang immer noch die Underdog-Konsole, die Wii U, halt die Nase deutlich vorn, weil ich halt am meisten Spaß tatsächlich mit einigen Charakteren hatte, die möglicherweise hier mit einem Augenzwinkern auf die hier referiert wird. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, jetzt, wo ich diesen Kommentar spreche, ist das neue Donkey Kong noch nicht draußen. Aber wenn ihr dann diese Spielesammlung in der Hand haltet und auch noch in 20 Jahren, dann werdet ihr euch wundern, hä, wovon spricht er? Donkey Kong ist noch nicht draußen, aber das werde ich mir zulegen. Da freue ich mich mehr drauf, als auf die Vorstellung, dass endlich die neue PS4-Lieferung ankommt. Was halt auch langsam Zeit wird. Ja, wir haben es Anfang Februar. Es ist ein kalter Winter, auch ohne Schnee. Oh. Peach, ne? Prinzessin Peach. Was haben wir? Pilz? Haarwuchshormon. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Oh, sind das tolle Anspielungen. Okay, reden wir erstmal mit dem Barkeeper. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Oh, heftig. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Der outsmartet uns. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Aber auf ein besseres... Ich willst du... Gerne. Einen Humpen Plörre, bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit. Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal.
Boah, ja, das ist heftiges Trinkgeld. Das ist heftiges Trinkgeld. Holy. Einen gerne. Sucht ihr einfach. Okay. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Hm. Ich mach's. Okay. Du trägst noch Socken? Ja, dann einmal rein. So. So. Und so, mit dem Trinkgeld hätten wir 6 Slotti. Ich weiß nicht, ob das Achievement missable ist, aber wir müssen jedem seinen Lieblingsdrink bringen. Wir haben ja noch die Hormone. Ich weiß nicht, ob wir das auffüllen müssen. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Was war erstens? Hey, Finger weg! Das... Okay, war ich wieder zu schnell. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Okay. Muttermilch, Plörre. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Haarwuchsmittelplörre. Hormone? Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Bad. Und was brauchen wir noch? Pilzplörre. Hey, Finger weg! Das. Einfach an den Pilzen draußen? Schauen wir mal. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörre aus. Aua! Hat nicht funktioniert. Na. Hier vielleicht? Chill bitte. Aua! Werbung. Ach so. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? 8-Bit, nur echt mit dem 16. Kann man das erkennen? Das sieht. Na. Nee, okay, wir probieren es aber nochmal mit den anderen beiden Pilzen. Ja? Aua. Nee. Na. Aber es geht doch nichts. Man muss sie aber auch trinken. Es geht doch nichts über eine. Man muss sie. Nee, da ist nichts mit Pilzen. Ja, hervor, wie es aussieht. Was sollen wir mit den Suppen noch anstellen? Eine Decken. Ach so. Aua. Pilzsuppe? Nein. Wie geht's den Kindern? Die sind noch funny drauf. Bei Pilzen haben wir echt noch Probleme. Also, was wir auf jeden Fall machen können, Haarwuchsmittelplörre muss zu ihm. Nachschub, na endlich. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Gerne. Nachschub. Na, ah, da muss man's machen. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe.
Okay. Trinkelt. Suppenrest. Moment. Ja, das hier ist kein Schleimrohrschimmeling. Es lebe das aus. Ja, wir können checken, was ein Schleimrohrschimmeling ist dann. Also muss ich das hier wirklich mit jedem. Ja, das sieht mir doch genau. Na. Nee. Na. Na. Moment. Ja, das hier ist. Es lebe. Das hier ist keiner, aber ich. Ich mach das jetzt einfach mit nochmal jedem Pilz. Eine. Das will nicht. Nee, das will nicht. Hallo nochmal. Handhexe. Wo ist er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Dreimal. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Oh, danke. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Dass sie so agil ist. Gut, Pilz in die Plörre? Ich sag ja immer, an mir ist... Oder Pilzsuppenplörre. Nopa Boso weiß eben, was gut schmeckt. Okay, ich habe keine Ahnung, was man mit der Suppe da macht. Aber wir haben die drei Plörre-Dinger. Das heißt, die sind jetzt alle happy. Ich krieg ihr Trinkgeld. Na, endlich. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Oi! Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Oh ja, ja, die Eifersucht. Cameo. Oh. Ja, das Bild nehmen wir. Wir brauchen ja keine Hoffnung mehr. Dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Können wir noch was mit dem machen? Nein. Aber wir haben das Trinkgeld. Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Lotti und sie gehört dir. Ach, eigentlich hat ja nur einer gesagt, dass er uns Trinkgeld gibt. Aber wir haben noch Suppenreste. Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Der Preis für die Nukleinsäure ist 6 Slotty. Und damit basta. Verdammte Hacke. Na gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ist Funny. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.